Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesundheitsimpulse. Nur die Besten für deine Gesundheit. Inspirierende Interviews mit Experten, Tipps, Tricks und Impulse zu den Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung, natürliche Heilverfahren und moderne Medizin, gesunder Lifestyle und noch vieles mehr für deine Fitness, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Ich bin Dr. Martin Oechler, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Gesundheitsimpulse-Podcast. In der letzten Episode habe ich mich mit der Unternehmerin Jasmin Schlimm-Thier-Jung über ihre vielfältigen Angebote zu gesundheitsbewusstem Verhalten in Betrieben, für Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber auch für Paare, Familie und Kinder unterhalten. Sie hat ja gleich mehrere Unternehmen mit einem wahnsinnig großen Angebot hierzu. Wer die Folge noch nicht gehört hat, dem sei sie hier nochmal empfohlen. Ich finde es immer wieder interessant und faszinierend, welch unterschiedliche Aspekte Gesundheitsthemen haben können. Davon lebt ja mein Podcast und ich hoffe, dir gefällt das auch, sonst würdest du ja vermutlich auch hier nicht zuhören. Aus jedem Gespräch ergeben sich immer wieder neue Impulse, die man für sich nutzen kann. Ein Thema hatten Jasmin und ich in dem Gespräch nur ganz am Rande erwähnt, und zwar das Thema Waldbaden. Vor 2 Jahren hatte ich davon auch noch nichts gehört und als ich es zum ersten Mal hörte, hatte ich nicht die geringste Ahnung, was das überhaupt ist. Im Fernsehen gab es dazu einige Veräppelungen und ironische Anspielungen, dass es sich um eine richtig, richtig gute und schöne Entspannungsmethode handelt, die aus Japan kommend die Welt erobert, war damals noch nicht zu erahnen. In Japan nennt man die Methode Shinrin-Yoku, übersetzt Waldbaden, in Anlehnung an zum Beispiel Sonnenbaden. Praktiziert wird das in Japan schon lange. Der Begriff an sich wurde 1982 vom Leiter der japanischen Forstbehörde geprägt, allerdings vor allem als Marketing-Slogan, um die Menschen dazu zu bringen, sich mehr im Wald zu bewegen. Man kann Waldbaden als eine Methode der Naturtherapie ansehen. Also eine Heilmethode, die in und mit der Natur durchgeführt wird. Ab etwa den 1990er Jahren wurden dazu wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt, die zeigen, welche Auswirkungen das Waldbaden auf Körper und Psyche hat. Die Ergebnisse dieser Studien waren so faszinierend, dass etliche Bücher darüber geschrieben wurden. Vor allem zeigt sich, dass stressbedingte Störungen, die ja weltweit rasant zunehmen, damit sehr gut zu lindern sind. Mit Jasmin Schlimm-Thier-Jung habe ich über Waldbaden als wunderbar geeignete Methode zum Stressabbau auch und gerade in der Arbeitswelt gesprochen. Weil ich das für so wichtig und spannend halte, habe ich aus dem Teil unseres Interviews diese extra Podcast-Folge gemacht. Einerseits möchte ich mit dem Gesundheitsimpulse-Podcast tolle Leute vorstellen, die einen Beitrag zum Gesundheitswesen leisten, andererseits Tipps, Tricks und Methoden darstellen. Und deswegen dachte ich, dass das Thema Waldbaden eine eigene Folge verdient hat. Deshalb habe ich den Teil zum Thema Waldbaden aus dem ersten Interview rausgeschnitten und den hört ihr jetzt hier. Jasmin ist neben Annette Bernius nämlich auch Leiterin der Deutschen Akademie für Waldbaden und Gesundheit. Sie weiß also, wovon sie spricht. Hier nun das Interview zum Thema Waldbaden. Thema, was ja in letzter Zeit viel durch die Medien geht. Ein sehr modernes Thema, Waldbaden. Lass uns vielleicht darauf mal zu sprechen kommen. Ja. Ich gehe trotzdem davon aus, dass nicht jeder, der jetzt hier zuhört, weiß, was das eigentlich ist. Vielleicht ist der Begriff im Deutschen auch nicht ganz so glücklich gewählt, weil es ja zum Teil auch veräppelt wird. Also man geht jetzt nicht mit der Quietscheente in den Wald und auch nicht mit einem Schwimmflügelchen. Nein. Sondern was ist Waldbaden? Sag's mal in kurzen Worten. Naja, Waldbaden, ne? Shinrin-Yoku, was aus dem Japanischen kommt. Ich nenne es immer, ist ein absichtsloses Schlendern durch den Wald, um die Schönheit der Natur wieder zu entdecken, aber gleichzeitig das, was wir vergessen haben, nämlich uns wieder auch mit der Natur zu verbinden, in den Vordergrund zu stellen, um wieder mit Körper und Geist im Einklang zu kommen. Und dafür, wie du gesagt hast, brauchen wir keine Quietscheente, wir brauchen auch keine Bäume umarmen und wir müssen uns auch nicht im Waldboden wälzen. Das sind meistens so die Sachen, die da kommen. Also ja, auch so Vorurteile, ne?
Natürlich, also wir haben mit ganz vielen Managern das mittlerweile schon umgesetzt, auch mit großen Banken, die total begeistert sind, weil einfach eine Blickwinkelveränderung raus aus dem Büro, rein in die Natur, rein in den Wald, was ganz Besonderes hat. Und der Wald hilft uns natürlich auch über die vielen Grüntöne als Regenerierungsfarbe oder als Heilungsfarbe, wie viele sagen. Und das Braun als Seelenschmeichler, auf andere Gedanken zu kommen. Also es ist auch was ganz Tolles, was man außerhalb der bisherigen Fitnessprogramme oder was es da alles so gibt, als eine neue Alternativmethode ansehen kann zur Gesundheitsförderung. Was unterscheidet Waldbaden von einem normalen Waldspaziergang? Ha, das ist das, was viele nicht wissen, nämlich, wie du es richtig erkannt hast, man veräppelt es immer so ein bisschen. Waldbaden ist nicht spazieren und ist auch nicht wandern, nämlich wir schlendern ganz langsam. Das ist so eins der 10 Zutaten, was es beim Waldbaden gibt. Und manchmal brauchen wir tatsächlich für 3 Kilometer 3 Stunden, weil wir Achtsamkeitsübungen einbauen, um mit allen Sinnen wieder zu arbeiten. Und es ist sehr interessant, was es da zu erfahren und zu erleben gibt. Es gibt sanfte Bewegungen aus Tai Chi, Qigong und Yoga. Wir machen unterschiedliche Achtsamkeitsübungen, auch Gehmeditationen und auch mal ein Waldsolo, wo du eine Zeit lang mit dir und dem Wald alleine sein darfst, ohne dass man spricht. Es gibt stille Phasen, wo man einfach auch nur mal so gehen darf, um seinen Gedanken freien Lauf zu geben. Und es ist nicht, wie man es kennt, wir gehen einem bestimmten Ziel entgegen und trinken etwas, essen was und gehen wieder nach Hause, sondern es ist tatsächlich eine ganz besondere Zeit, die man draußen in der Natur genießt. Braucht es dafür einen Wald? Du, ich muss dir ehrlich sagen, es sind auch Stadtparks, ja, und unterschiedliche kleine Naturreservoirs. Es gibt auch Reha-Kliniken mit kleinen Parks. Es ist überall dort möglich, wo du natürlich zusammenhängende Baum- oder Bäume, Baumreihen hast. Wichtig ist, dass die Bestände schon älter sind, ja, dass die Bäume schon so ihre 150, 200, 300 Jahre haben. Und dadurch natürlich auch der Sauerstoff, die Düfte, die Terpene ihr Nötigstes tun. Es muss nicht immer der große Wald sein. Mhm. Es reicht auch manchmal tatsächlich eine Wiese oder ein Balkonfeld. Hauptsache raus und Bäume. Aber es hat schon auch einen körperlichen Aspekt, ne? Was du gerade gesagt hast. Also dass eben dort, wo Bäume stehen, einfach auch andere klimatische Verhältnisse herrschen, andere Düfte da sind, andere Farbspiele da sind, die unsere Sinne auf eine andere Art und Weise ansprechen, als wenn ich eine Achtsamkeitsübung in der Büroküche mache. Genau, weil wir durch das veränderte Dasein, also draußen die Natur tut durch ihre Düfte, wie du gesagt hast, die Terpene der Bäume ist ja auch etwas Besonderes, was unser Immunsystem stärkt. Wir haben die Bäume oder die Baumkronen als sogenannte Staubpartikel Haube über uns. Ja. Mhm. Wir haben den Wald, der 90% Lärm von uns hält. Es wirkt auf unser Parasympathikus und Sympathikus, also unser Ruhenerv auch. Wir haben einen verringerten Herzschlag, also sprich auch, wir haben ganz runtergefahrene Systeme im Wald, weil wir dadurch natürlich auch entschleunigen. Also wir merken schon, der Blutdruck geht runter. Wir atmen viel tiefer. Es hat viele positive Effekte, wenn wir draußen unterwegs sind. Und da ist natürlich dieses Zusammenspiel, wie du es genannt hast, auch Schatten und Licht, ne, aus dem Japanischen, die Augenentspannungen wichtig, auch für das Sehen oder auch das Hören, wenn wir einfach da auch verschiedene Übungen machen. Also es hat auf jeden Fall auch auf unsere Psyche was Positives. Also unsere Stimmungsschwankungen draußen in der Natur haben wir sowas nicht. Das heißt, wir haben immer die Farben, das Licht. Also es ist etwas, was positiv auf unser menschliches Dasein wirkt. Und ein großer Kontrast zu der üblichen Umgebung der meisten Arbeitsplätze. Weil du sagtest, also so ein Wald baden kann bis zu 3 Stunden dauern, muss es aber nicht. Das kann ja auch ganz kurz sein, ne?
Genau, also ich nenne es immer Waldbaden to go, weil oftmals reicht es einfach, die Menschen als aktive Pause raus aus dem Büro zu holen. Wir suchen uns auf dem Firmengelände eine grüne Oase und baden dort mal kurz ein. Sprich, wir machen verschiedene Entspannungsübungen, um einfach zu entschleunigen und wie gesagt, den Blick wieder zu weiten und auch zu verändern. Und wenn wir überlegen, wir befinden uns leider Gottes teilweise bis zu 80% in geschlossenen Räumen den ganzen Tag. Und da ist so eine kleine Auszeit ins Grün auf jeden Fall auch während der Arbeitszeit mal möglich. Also das kann ich wirklich nur unterstreichen, weil ich finde, dass das einfach viele positive Wirkungen in sich vereint. Man kommt einfach mal an die frische Luft, was für 80% der Arbeitnehmer heute ja überhaupt nicht selbstverständlich ist. Man hat mal andere Lufteindrücke, nämlich andere Düfte, andere Lichteindrücke. Finde ich ganz wichtig, hast du ein paar Mal schon gesagt, einfach um die Augen mal zu entspannen, weil viele Arbeitsplätze heute Bildschirmarbeitsplätze sind oder man muss sehr konzentriert mit den Augen arbeiten, lesen, kleine Sachen, kleinteilige Sachen sehen. Das ist also eine große Entspannung, die für das Immunsystem wichtig ist, dass wir einfach mal auch dann einen Grund haben, an die Luft zu gehen. Und dafür braucht es halt nicht den Gebirgswald, sondern das kann auch ein Stadtpark oder manchmal so auf den Firmengeländen irgendwas sein. Du sagtest es bereits, also wirklich sehr zu empfehlen. Ich habe kürzlich mal, nicht im Zusammenhang mit Waldbaden, sondern mit der Frage, warum gehen Menschen gerne in den Wald, einen Bericht gelesen. Das fand ich ganz spannend in dem Zusammenhang. Ich kenne Leute, die gesagt haben, ich hasse Wald, ich gehe da nicht gerne hin, aber das sind ganz wenige. Also ich glaube, 98% der Menschen mögen Wald. Warum ist das eigentlich so? Also das hat ja was mit unserer Evolution zu tun. Ne? Wir kommen aus dem Wald. Unsere Vorfahren waren die Waldmenschen. Unsere Hände sind so geformt, dass wir hangeln können, dass wir Äste umgreifen können. Wir haben uns mal so fortbewegt. Also unsere nächsten Verwandten, die Affen, leben immer noch gerne auf Bäumen. Und das scheint also wirklich evolutionsbiologisch in unseren Genen irgendwo verankert zu sein, dass wir diese Umgebung für uns immer noch gerne haben und auch in gesundheitlicher Hinsicht letztlich benötigen. Riechen, sehen, schmecken, ne? All das intensiviert sich, wenn man sich in der Natur aufhält. Ja, und es wird natürlich noch viel mehr, das zum Vorschein, welche Sinne ich eigentlich im Alltag vorzuge oder benutze. Und auch das Thema Fühlen und Tasten mit den Händen kommt da natürlich wieder zum Vorschein, weil ich vieles berühre oder ertaste, was ich ja im Laufe des Tages gar nicht mehr so wahrnehmen kann. Oder auch so den Fokus auf die Atmung zu legen, das kommt uns dann immer erst wieder in den Sinn, wenn wir draußen unterwegs sind und merken, was das alles so mit uns macht. Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, back to the wood. Ja, wenn jemand sagt, ich kann im Wald mal richtig tief durchatmen, dann sage ich, dann hast du dort ja eine Atemmeditation vollzogen. Ja. Und dann, was habe ich gemacht? Eine Atemmeditation? Sage ich, ja, das hast du dann gemacht. Nichts anderes ist das nämlich. Genau, und das sagen wir unseren Managern und Menschen aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement auch. Wir verraten gar nicht, was wir machen, wenn wir sagen Waldbaden. Und manchmal lassen wir es erstmal spüren und erleben und sagen mir dann, was so ein Bad in der Natur mit ihnen eigentlich alles macht. Und wir merken es relativ schnell und sind sehr dankbar für diese kleinen Auszeit. Also das war ein kleiner Ausflug jetzt in das Gebiet Waldbaden und ich hoffe, wir konnten mit ein paar Vorurteilen aufräumen und vielleicht dem einen oder anderen wirklich Lust darauf machen, mal seine Mittagspause vielleicht dort mit solchen kleinen Übungen zu verbringen, anstatt die halbe Stunde irgendwo in der Kantine trotzdem auf das eigene Handy wieder zu gucken und private Mails zu checken oder die Social Media Accounts. Das kann man auch machen, aber es dient halt nicht der aktiven Entspannung. Das sind einfach zwei Dinge, denen man sich bewusst sein muss. Das war das Interview mit Jasmin Schlimm-Tejung zum Thema Waldbaden. Den Teil unseres Gesprächs hatte ich aus dem Interview rausgeschnitten und hier mit dieser Folge extra veröffentlicht. Vielleicht hast du ja jetzt Lust bekommen, in deiner Mittagspause mal in den Park zu gehen oder in den Wald, wenn der für dich erreichbar ist. Jetzt ist es Herbst und es wird kühler, aber Bäume, Waldparks haben in jeder Jahreszeit etwas Besonderes. Also keine Ausreden, raus in die Natur, deine Gesundheit freut sich darüber.
Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalässt, am besten mit einer guten Rezension. Falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.